Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch grüßen, ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid, ich hoffe ihr hattet einen wundervollen Tag und natürlich jetzt ein geiles Wochenende. Wir spielen heute in der Preseason tatsächlich das Game gestern, das haben glaube ich gar nicht alle mitbekommen, nicht gestern, das Shaco-Game. Das war aus der letzten Season noch, ne, da gab es nämlich so ein, zwei Leute, die so gesagt haben, hey, die Items sehen ja komisch aus. Ja, heute, oh nein, ich habe Komet mit, oh Gott, oh nö. Ja, Leute, dann etablieren wir heute Kometfiss. Och, nö. Oh, Mann. Das Ganze auch noch gegen Victor. Victor, Komet. Oh. Victor ist gerade Giga-Strong, Leute. Also absolute Gigameter. Ich bin am Überlegen, ob wir Protobelt gehen oder ob wir vielleicht, weil wir jetzt Komet haben, vielleicht einfach was anderes ausprobieren. Oh, Mann, ich hab... Das macht mich jetzt ein bisschen traurig, Leute. Ein bisschen traurig. Aber okay, Leute, wir machen das auch mit Komet. Ne, auch der Komet ist gut. Ja, okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir heute direkt ein neues Item-Bild. Und zwar Burning Fizz. Wir spielen Fizz. Also, ihr solltet Protobelt bauen. Aber wir bauen Leandis, Leute. Wir bringen die Gegner zum Brutzeln. Ne, der Brutzler, der Wiesenbrutzler. Der Victor-Brutzler. Ja, komm, nerv mich noch ein bisschen. Wir werden jetzt gleich Level 3 und dann zeige ich ihm auch mal meinen Damage. Ja, Preseason aktuell macht auf jeden Fall schon Spaß, muss man sagen, dass es jetzt wieder richtig viele coole Änderungen gibt. Natürlich sind einige Champions broken. Natürlich ist der ein oder andere Champion heftig oder das ein oder andere Item. Aber Leute, dafür ist die Preseason ja quasi da. Ne? Um das Ganze so ein bisschen auszulotsen, sage ich mal. Ich würde ihn jetzt gerne fighten, allerdings habe ich das Problem, dass er sehr hart reinpusht. Außerdem habe ich keine Pots mehr und er hat auch 1000 Pots. Deswegen würde ich sagen, farmen wir einfach, gehen gleich shoppen, dann töten wir ihn. Ich denke, das ist ein very guter Deal. Guck mal, wir nehmen jetzt... ich bin am Überlegen, ob wir... Also wir maxen natürlich für Burning Fist, maxen wir natürlich die W, Leute. Ich glaube, Burning Fist mit Conqueror wäre cooler gewesen. Aber es ist nun mal, wie es ist. Was soll man sagen? Na, mit Conqueror, ja, vielleicht Komet. Komet es ist, Leute. So, wir pushen jetzt mal rein. Er hat ja kein Ignite. Was will er machen? Ganz ehrlich. Was will er machen? Okay, er killt. Hä, er killt mich? Oh, okay, das liegt aber daran, dass Victor broken ist, Leute. Also, Leute, das zählt ja nicht, ne? Aber ist okay, gönnen wir ihm. Ist okay, soll er sich drauf ausruhen? Gönnen wir ihn. Ist okay. Wir geben den Kill und schieben ihn nach Victor. Und jetzt haben wir ihn nämlich genau da, wo wir ihn haben wollten. Weil... Er wird jetzt denken, wow, this feels so bad. Er wird jetzt denken, wow, ich brauche keine defensiven Sachen. Er wird jetzt denken, wow, ich gehe full damage. Und dann, bam. Bam, bam, bam. Zacke die Babbe, die Bam. Ne? Das ist quasi die Triple Snack Falle. Wir haben ihn gezeigt mit Komet, wir sind bad. Wir haben ihn uns killen lassen. Und der dritte Schritt ist, wir werden ihn abfarmen. Abfarme Majore. Ist das aus dem Latein, so sagt man das. Nur, Leute, ihr dürft nicht nochmal. Ja, also nee, das gehört alles zum Plan. Dass da jetzt auch. Dass jetzt auch der Master Yi stirbt, das ist normal, das gehört dazu, das ist gar nicht schlimm. Und dass der jetzt hier, guck mal, der hat auch noch, hey, der hat, der war, oh, der kommt jetzt erst mit, der kommt jetzt mit richtig viel Items wieder, Leute. Ja gut, aber manchmal ist das Leben hart. Flame ich jetzt Master Yi? Nein. Flame ich mich? Naja, also man könnte, aber Leute, Leute. Ich flame jetzt aber gleich mal die anderen, weil ich werde hier noch reinrasten. Die Frage ist, was macht mein Team? So, was hat er? Er hat Double Buffs und ein Buch. Ist nicht geil. Leute, das ist nicht geil. Aber wir sind fest. Aber ich denke, wir müssen jetzt trotzdem die da. Also ich hätte ihn fighten sollen, aber mit den Double Buffs, das ist ein bisschen. Das ist jetzt schon ein bisschen saftig. Ne? Aber ist okay. Wir scalen, Leute. Wir machen das schon. Die Frage ist nur. Wie viele Kills wir denn noch bekommen? Und die haben Ivan McSwivan. Ne? Da habe ich auch ganz wenig Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Ganz, ganz wenig. Aber wir machen das. So. Das heißt, wir werden jetzt gleich Level 6. Er hat. Wie lange hat der noch seinen Buff? Double Buffs. Oh, Hälfte noch. Das ist noch ein bisschen. Ich würde ihn natürlich auch gerne vorher poken, aber mit Red Buff zu traden ist halt nicht gut, weil das so ist. Ne, er macht mehr Schaden und er heilt das ja auch wieder, ne? Red Buff erhöht ja auch die Regeneration. Das heißt, meine Trades sind doppelt ineffizient. Ich krieg mehr und er kriegt weniger. Quasi. Ne? Quasi, quasi. Gut, wir haben noch einen Pot, beziehungsweise jetzt haben wir keinen mehr. Wir sind aber Level 6 und er hat ja keinen Ignite. Das heißt, also vielleicht gehe ich auch nochmal fix shoppen. Ja, vielleicht aber auch nicht. Oh, hier kommt ein, ja, perfekt, und Abfahrt. Na, viva, viva, viva. Aber da geht es schön, oh, schön, schön. Und jetzt, bam,
Und jetzt macht er dein... Genau, perfekt. Genau so, wie ich es gewollt habe. Ich habe halt die Ultimate. Also, das ist nur Braum. Was soll ich machen? Lauf. Ich habe halt die Ultimate extra in die Ecke geworfen, damit ich ihm den Weg abschneide. Das nennt man den Wegabschneider. Wird auch im Fachabsprache Halsabschneider genannt, weil, ne, quasi sein Hals ist abgeschnitten. Naja, auf jeden Fall, mega gut gemacht von mir an dieser Stelle. Ich wollte halt den Fisch auch gar nicht connecten, weil das dann einfach... Ja, ich konnte so auch direkt die Pressure aus dem Gank herausnehmen. Falls hier hätte ja sein können, ich habe direkt weitergedacht, ob hier vielleicht noch Jungle Pressure da ist. Und die habe ich direkt negiert, Leute. Könnt ihr euch merken, schreibt euch das bitte auf. So, wir kaufen jetzt Leandus. Because we can. Ich weiß gar nicht, wie sich das baut. Zeig mal jetzt hier Leandus. So, wir brauchen Mana-Kristall. Naja, Doppelbuch-Mana-Kristall. Also, okay, Leandus macht, meine Freunde. Für alle, die es nicht wissen, Fähigkeitstempo, das ist super cool. Wir kriegen 1 Milliarde Mana, das ist auch super cool. Und wir verburnen die ganze Zeit die Gegner. Das heißt, wir haben Ignite, wir haben unsere W, wir haben den Burn und wir haben den Komet. Und wir haben noch mehr Burn. Und jetzt fighten wir ihn, Leute. Jetzt geben wir ihn richtig auf den Sack. Also wir müssen einmal die Wave ein bisschen clearen, aber dann kriege ich ja richtig auf den Sack. Oh shit. Nein, ah, das wollte ich nicht. So, wir gönnen uns. Gönnung, 1. Oh, die werden jetzt ein bisschen happig. Ja, ist okay. So. Ich bin bereit. Hier ist OP wird gestimmt. 5-1. Okay. Seht ihr, der macht das genauso. Der ist nämlich auch gegen Viktor gestorben. Und jetzt rasiert der, Leute. Weil es gibt auch das Sprichwort, wenn du gewinnen willst, verliere. Ich weiß nicht, ob der Damage reicht, though. Also schlecht war er nicht. Haben wir noch einen Komet oder so? Schlecht war er nicht. Wir könnten hier, vielleicht hat er noch Regeneration. Weil dann töten wir ihn gleich einfach, oder? Ich könnte den fallenden, butterfischenden Turbofisch machen. Aber, naja, er heilt schon ziemlich viel. Wieso heilen der so viel? Hören Sie auf damit. Also, der hat sich bestimmt einen Keks gesnackt und hat noch einen Pot. Aber ist okay. Wir haben Komet, Leute. Der Vorteil an Komet ist, der ist relativ oft ready, wenn man fightet. Glaube ich. Der wird nämlich reduziert für... Ich weiß nicht, wenn man Skillshots landet oder irgendwie wird der reduced. So, wir haben auch bald... Hier, guck mal, jetzt machen wir so, zack, zack. Und jetzt springen wir raus und laufen hier hin. Und jetzt machen wir den hier, zack. Und jetzt haben wir nämlich den Flash-Vorteil, meine Freunde. Das heißt, dass unser Flash vor seinem Flash ready werden wird. Weil wir unseren schon benutzt haben. Das ist einfach unglaublich klug. Ja. Gut, wir lassen uns jetzt... Oh, der hat gar nicht mehr. Der ist killable. Au. Heiß. Na, ich habe leider nicht mehr so viel Mana, aber ich habe gleich Ignite. Oh. Ja, ich glaube... Nicht. Die Minions würde ich XP noch mitnehmen. Wir haben auch bald eine Aldi-Mate. Nee, komm. Wir gehen jetzt shoppen. Shoppenstein machen wir jetzt. Leandis. Also, ich würde euch nicht empfehlen, Leandis zu bauen, ja? Das zählt jetzt schon als Troll. Also, nicht als Troll, aber als... Ich sag mal, experimentierfreudig, ja? Das ist nicht, was man machen sollte. Protobelt, Leute, geht auch nicht Night Harvest. Da geht Protobelt. Protobelt ist very insane Outfits. Also, Night Harvest da macht denselben Schaden, ne? Es macht denselben Schaden, beziehungsweise sogar noch ein bisschen weniger als Protobelt. So. Babidi. Was ist das hier eigentlich für ein Köcher? Angriffsschaden, Angriffstempo und... Alter, das ist ja komplett zum Last-Hitten, das Ding. Kann man das upgraden? Was baut man das denn? Gut, so, jetzt können wir Viktor... Also, wir machen das folgenderweise. Der Plan steht... The plan is ready. Der Plan sieht aus wie folgt. Wir poken. Vorne hätten wir ihn übrigens mit Electrocute hätten wir ihn gekillt, by the way. I think. Also, wir poken ihn einmal. Er hat schon wieder Blubber. Hat er schon wieder jemanden gekillt? Nee. Wir poken ihn einmal und dann töten wir ihn. Ist das... wenn das abgesegnet wäre von euch. Gegner fällt dann Blut aus. Das heißt, ich würde hier so machen. Zack. Schöner Pauk. Und jetzt töten wir ihn, Leute. Seid ihr bereit? Wir müssen natürlich noch unsere W abwarten. Die warten wir noch. Und dann geht's los. Die Frage ist, mache ich eine Max-Range-Ult oder eine Connector-Ult? Ich sollte... Normalerweise würde ich jetzt eine Max-Range-Ult werfen. Aber ich denke, es ist besser... Ne, connecten. Ach, ich weiß nicht, ob ich dann genug Schaden habe. Vielleicht geht er auch shoppen. Man weiß es nicht. So viele Fragen. Wer beantwortet denn die ganzen Fragen? So, Max Punkte im W, Leute. Jetzt geht's rund. Komm her, Viktor. Ich hoffe, er ist da. Ich bin jetzt... Okay, perfekt. 100% perfekt Gameplay. Und Feuer! No! Aber den kriegen wir. Swip! Oh, ich habe gar keinen Flash. Aber hier bin ich. Hier bin ich. Er brennt. Bitte ist meiner. Okay, hier geht aber vielleicht noch was. Ich bin ready. Also, ich will so halb ready. Ich würde ein bisschen warten und ein bisschen chillen. Vielleicht. Ja, so, nee, also. Ich, ja, so. Ja, so. Zap, zap, da, da, da.
Und ja! Und jetzt Burning Fist. Burning! Oh ja, richtig reingeburnt, Leute. Richtig reingeburnt. Schön. Also ohne meine Burnung hätten wir da... Was macht der hier? Hallo? Botlane? Lucian? Your Tower? Ah, ja, okay, Teleport. Ich wollte ihn... Mann. Und jetzt macht er meinen Turm kaputt. Kann der... Was soll das? Sacramento no moi. Sacramento. Jetzt, oh. Was macht der denn in der Mitte, Leute? Das hat doch... Das hat weder Hand noch einen Fuß. Ja! Schön! Schön, schön, schön! Und jetzt geht der Tower. Burn, Tower, burn! Gut, wir sind in die Mitte. Also, wir sind about, also auf dem Weg. Ich würde jetzt direkt... Der ist ja immer noch hier. Wir brauchen halt noch ein bisschen für ein lernendes Qual, Leute. Ein bisschen brauchen wir noch. Oh, dieser Komet, 300 Schaden, das ist viel besser. Leute, ja, er ist aber AFK. Oh, shit, er hat sich dann doch bewegt. Aber jetzt denkt er, ich habe kein Ult mehr. Und jetzt mache ich so und hab sein Ult gebaitet. Perfekt. Einfach so klug. Einfach so klug. Jetzt kann er nichts machen. Jetzt können wir ihn töten. Den töte ich doch gleich, oder? Ich meine, er hat immer noch sein Schild. Müssen ein bisschen aufpassen. Aber was will er tun? Was will er tun? Whip! Ja, okay. Vielleicht müssen wir eben Daisy entfernen. Zack! Ah, schade. Komm jetzt nochmal hier. Ah. Ey, Leute, das ist ja wie im Laufhaus hier in der Mitte. Ey, hier kommt einer nach dem anderen. Erst Victor, dann Lucian, ein Ivan haben wir noch. Also, Leute. One after another. Please. Wir könnten natürlich kommen. Wir machen jetzt erstmal unser Liandus fertig. Das haben wir jetzt. Also, wenn du Gegnern mit Fähigkeiten Schaden zufügst, verbrennen sie und erleiden 4 Sekunden lang magischen Schaden. Cool. Cool, cool, cool. Außerdem sieht das Icon mega cool aus. Alleine dafür ist es worth, das Item zu kaufen. So. In Höhe von 15 plus 2,1% ihres Max-Lebens. Erhalte gegen eine brennende Ziele Magie-Durchdringung pro Sekunde. Insane. Insane, Leute, insane. Jetzt wird richtig verbrannt. Der rote brennende Feuerfisch aus... Oh, guckt euch an, wie die brennen. So, ich hole mir jetzt erstmal Scheiße. Den holen wir als erstes. Das ist Step 1. Naja, Drache schafft er schon wohl. Geht der shoppen? Nee, oder? Ich glaub nicht. Die Frage ist, ob er Vision hat oder vielleicht in den sogar Taunty machen will. Wir warten mal hier. Ah, jetzt habe ich meine E auf Cooldown, aber ist egal. Brauche ich nicht. Guten Abend. So, wir müssen aber die Ult connecten. What? Und jetzt burn. Burn! Brenn, 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 brenn. Woo! Schön. Und das ist ja noch nicht alles, Leute. Es gibt ja noch ein Burning-Item. Ja? Es gibt 2 Burner. Das ist der absolute Burner. Denn es gibt noch... Hier, dämonische Mantlung. Das ist genau dasselbe wie Landes. 1:1. Scaled allerdings nicht mit AP, aber es burnt. Ja? Das bedeutet... Das kaufen wir jetzt als nächstes und dann sind wir auch ein bisschen tanky. Ne? Schön, 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 sage ich. Na, na, na. Okay, Drache haben wir bekommen. Das ist nett. Hier kriege ich vielleicht einen Türen. Einen Türen. Zack, Auto-Tech B. Wir bräuchten natürlich auch... Was brauchen wir denn für Items hierfür? Ja, so, ne? Ist jetzt nicht das Allergeilste, aber... Ne, Wave ist auch ganz nett, Leute. Okay, Riven macht hier Action. Axon-Tech, das ist fein. Sollen wir nochmal? Leute, ich bin Burning Fist. Burning! Ich hab gleich ein Ultimate. Der will mich töten, Leute. Passt auf. Und... Burr! Oh, shit. Aber jetzt denkt er, ich habe kein Ultimate. Das ist genau, wo ich ihn haben wollte. Schön, und jetzt engagen wir. Swap. Burn! Ich wollte eh weg. Later! Er wirft vielleicht noch eine Kugel. Okay, nice. Jetzt habe ich alle seine Spells auf Cooldown. Jace, No, E and Q. Sehr schöner Vorteil rausgearbeitet. Oh, ihr könnt auch noch eine Kugel kommen. Sehr, sehr gut. So, die Frage ist, kaufen wir erst Magic Pen? Ich glaube ja. Ich denke, Magic Pen als erstes wäre sehr gut. So, hier Magic Pen. Und jetzt kaufen wir dämonische Umarmung. Das Coole an dämonische Umarmung ist, dass es cool aussieht. Nee, ist das... Dieses Item ist ein bisschen tanky. Und es gibt Duell 10 Rüstung Magieresistenz, wenn ein Champion betroffen ist. Ja, also okay, ich mache jetzt... Ja, wobei, wenn ich eine Ult mache auf alle Gegner, dann... Ja, ne, aber... Also ist natürlich besser, wenn viele von betroffen sind. Aber das ist schon perfekt, Leute.
Guck mal hier. Da komme ich jetzt. Das ist mein Moment. Da komme ich jetzt. Da komme ich jetzt. Da will ich auch was. What? Boah, das, ich glaube, mit einem normalen Itembild hätte ich das hier nicht geschafft. Es war wichtig, dass der Gegner hier gebrannt hat. Das war sehr, ich sag, essentiell. Schön. Schön, schön, schön. So, weiter. Further in the text. Ich bin ready. Ich bin combat ready. Ich will jemanden zum Brennen bringen. Hier, Feuer. Ja, also ich wäre hier in. Ich wäre in. Zack, zack, zack und Drops. Oh, er will mich in den Tower hauen. Aber nicht mit mir. Nicht mit. Au, 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 au. Okay, okay, okay. Guti, 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 McGutenstein. Hm. Ivan ist schon ekelhaft, Leute. Der ist schon richtig ekelhaft. Aber ich brauche mal Minions. Bitte, 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 bitte. Nice. Schön, 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 schön. Schön, 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 schön. Oh, greedy McGreenstein. Hier, da will ich jetzt mal kommen. Ah, okay. Nein, 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 nein. Okay, vielleicht fahren wir mal kurz Botlane, weil wir brauchen jetzt das Item. Zwei. Wir brauchen jetzt das Item zusammen. Das wäre nicht verkehrt, aber. Ne, ich glaube, ich muss shoppen, Leute. Wie viel Fähigkeitszahlen brauchen wir? 30. Das entspricht 23%. Das ist okay. Aber wir kriegen ja mehr, wenn wir Items finishen. Ne? Kriegen ja 5 pro Item, was ja auch nicht ganz verkehrt ist. Sag ich mal. Das Coole ist, Leute, ich freue mich jetzt. Wir können jetzt richtig, richtig krasse Ultra-Alon-Sachen machen. Ich werde alle möglichen Sachen, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, auf maximale Cooldown-Reduction spielen. Weil, ich muss sagen, ich liebe Cooldown-Reduction. Ich liebe es. Und jetzt können, das heißt, ich werde, keine Ahnung, so, dass wir so auf 80, 90, 100 Fähigkeitstempo kommen. Und dann noch Raveness, Ultimate Hunter und diesen ganzen Quatsch dabei. Bedeutet, wir werden das alle möglichen Sachen ausprobieren. Ja, wir fangen mit den klassischen Sachen an. Ultralon revamped quasi. Und das Ganze, da habe ich richtig Bock. Da habe ich richtig Bock, Leute. Das können wir demnächst machen. So, mein Team stirbt ein bisschen. Das ist sehr, sehr gut. Wir knüpfen an die erste Strategie. So, wir farmen. Ja, ich hätte Bock, Leute. Passt auf, wir machen jetzt den Bocki-Wurf. Und Feuer! Wiu! Brand! Burn! Jetzt burnt er, Leute. Er burnt. Auto-Attack. Oh, shit. Nein, nein. Ja, Leute. ADKs mit Exhaust, ne? Also. Aber jetzt haben wir auch, dass er denkt, ich wäre schwach. Ja, und ich habe den Tower-Attack. Das stimmt. Yeah, but I was exhausted anyway. Ja, ich habe den Tower mit meiner W angegriffen. Aber ich glaube nicht, dass es gereicht hätte. Aber ich hätte ihn töten können. Aber auch dieses Item, Leute. Schildpunkt der Sterblichkeit. Komplett dumm. Das Item kann alles. Ja? Alles einfach. Es guckt euch das an. Angriffsschaden, Angriffstempo, Crit, Lebensraub und ein Schild. Also bitte. Und wenn ihr, ihr kriegt sogar noch Leben dazu und AD, wenn ihr durch Mythic Dings dies, das. So, ich kann leider nichts mehr kaufen. Kann ich Blue Buff haben oder kann ich irgendwas machen? Ah, Mann, oh Meta, Leute. Alle hier giga fett, nur ich. Nee, Leute, ich scale. Das ist wichtig. Ich gehe fürs Late. Ja, wie viel AP haben wir? 200. Wir haben auch Gathering, ne? Gathering, so, wir haben auch Mana Flow Band. Das ist sehr interessant. Oh ja! 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 Und? Ja! Ja! Ja, wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Oh, was? Ich bin schon tot? Oh, warum? Aber wir haben gleich das... Oh, nö, auch nicht. Aber haben wir Drache bekommen? Auch nicht, oder? Läuft aber, das ist bei wenigstens mein Grießbrei essen. Schmeckt mega lecker, Grieß, Leute. Also so ein Grießpudding. Mega. Dein Team hat einen Turm zerstört. So. Also, wir brauchen noch 400 Gold. Und dann können wir alle Gegner komplett zum Burn bringen. Theoretisch. Möglicherweise. Die Frage ist, ich krieg keinen Farm. Wobei, Leute, ich habe den meisten Farm im Game. Ne, Lucian hat noch ein bisschen mehr. Ich würde auch gerne mal wieder fighten, aber das ist immer nur so. Die sind immer nur so mit allem Mann. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber der müsste ja sterben, wenn er jetzt kommt, oder? Der stirbt. Der stirbt, der stirbt, der stirbt, der stirbt. Wow! Whip! Swap! Burn! Nice, da habe ich den Burn wieder komplett nützlich eingesetzt. Oh, jetzt kann ich ihn zum Brennen bringen. Brennt, er brennt, er brennt, er brennt. Oder brennt er schon durch? Wäre ich ihn nur Auto-Tech? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Doch, der Komet ist ja nochmal runtergeflogen. Oder? Weiß ich nicht. So. Dämonische Umarmung ist ready. Und jetzt müssen wir natürlich gucken. Dieser Bild ist am stärksten. So denke ich. Wenn wir... Oh, die haben Baron gemacht. Ja, sag mal. Also, ja, sag mal. Okay.
Deswegen ist er da auch hingelaufen. Der Bild ist, glaube ich, am stärksten, wenn wir ein bisschen tanky wären. Deswegen kaufen wir jetzt Rabadons. Nee, vielleicht den kosmischen Antrieb oder so. Der gibt auch nochmal ein bisschen den. 200. Full Tank quasi. Ne, weil wir ja quasi Burning Damage machen. Und ne, jetzt suchen wir uns jetzt jemanden im Jungle und dann gucken wir mal, wie das brennt. So, Ward hier hin. Da ist Lucian. Ja. Da ist auch noch Scheiße, aber... Ja, wir machen einfach mal eine... Ja, komm. Und Frango. Brenn. Er brennt. Burn. Er ist weggeburnt. Later. Later. Ist der hier vielleicht da? Nee, ne? Oh, doch. Cool, der ist da. Aber nicht, dass der... Hier, der müsste doch jetzt auch komplett... Guck dir jetzt an, wie der runterknickert. Richtig am Brutzeln. Das sind die neuen Wiesenbrutzler. Zack, dann gönnen wir uns dem hier auch noch, weil ich gönne das Ivan nicht, dass er die hier nimmt. Ah, Mann, Conker wäre halt echt schön gewesen, Leute, ne? Gut. Jetzt gehen wir noch ein paar Minions mitnehmen. Wir müssen natürlich gucken. Wir haben... Ich meine, wir stehen jetzt nicht so schlecht da. Ich bräuchte vielleicht noch ein bisschen mehr CDR. Ich glaube, kosmischer... Oder Stundenglas vielleicht auch? Oder kosmischer Antrieb? Wir könnten den Hintertürenfisch machen, Leute. Der Hintertürenfisch ist sehr mächtig. Sehr mächtig. Der Hintertürenfisch ist nämlich... Die Frage ist, wo wir ihn einsetzen. Ja, so, nee. Da bin ich raus. Aber Master Yi ist die ganze Zeit auch nur am Solo-Action schieben, so. Ich meine, ich will ja wenigstens am Master. Hey, Leute, wie ihr das macht. Ja, der Hintertürenfisch, Leute. Jetzt, Lenny. Da kommt nämlich Jace. Ivan, Victor, meine ich. Und jetzt kommen wir hier vorbei. Swap. Burn. Woo! Okay, scheiße. Ja, wir sind dabei gestorben. Das ist... Leute, fürs Vaterland. Das ist okay. So, welches Item ist jetzt gut? Ich glaube, kosmischer Antrieb. Das ist mein neues Lieblings-Item, weil das Teil hat 30 Fähigkeiten. Aber ich glaube, kein anderes Item hat so viel. Oh, Ryla ist ja auch gut. Wobei dieses... Es ist ja nicht mehr so, dass der Gegner geslowt sein muss, damit das stärker wird, ne? Kosmischer Antrieb. Was haben wir denn noch? Horizontfokus, Ryla ist. Vielleicht. Kosmischer Antrieb. Ja, das machen wir jetzt einfach, Leute. Was spricht eigentlich dagegen? Außer gar nichts. Das zählt nicht. Das dunkle Siegel kommt weg. Und jetzt haben wir noch das. Zack. Fähigkeitstempo 55. Das entspricht 35%. Das ist schon nicht verkehrt. Das heißt, wir können jetzt auch viel zaubern. Sind so semi-tanky, haben 2400 Leben. Wie viel hat so ein Ivan? Guck mal, der hat 2K. Der hat sogar Liandis auch. Aber Liandis auf Ivan. So, und jetzt können wir ein Etablissement starten. Leute, ich wäre für ein Etablissement. Seid ihr bereit? Wenn du dich traust. Ah, mein Team ist nicht bereit, richtig. Ja, burn! Jetzt brennt er. Möglicherweise wird er noch sterben. Na, knapp. Aber hat noch ein bisschen, brennt noch ein bisschen. Macht schon noch Schaden, Leute. Jetzt mal auf Non-Ironic-Basis. Leute, was mit Drache? Oh, wir können hier den Vordertürenfisch machen. Oder den geseiteten Fisch. Den Seitviertelfisch. Der ist auch nicht schlecht. Wah! Feuer! Leute, Team! Rippen rein! Rinder jetzt! Lucian ist noch irgendwo hier. Da ist er. Okay, wir haben... Jetzt gehe ich für Lucian. Zwepp. Oh, Burn! Oh, er brennt. Leute, das ist das Gute. Wir sind wie Kockmann, nur fischiger. Wir töten jemanden und der Gegner stirbt auch, weil er einfach verbrennt. Gibt es denn noch irgendein Item, was Burns macht? Nee, ne? Ich glaube, so das... Das war's. So ziemlich. Also der Burn wird halt stärker, wenn wir mehr AP hätten. Das ist so das Einzige. Aber sonst... Morellen, Magic Pen, sonst sehe ich ja nichts. Naja, und Lucian war der stärkste von den Leuten. Den habe ich einfach so zerbrutzelt. Der Wiesenbrutzler. Mann, sind sie knackig. Na, jetzt haben wir auch ein paar Kills. Guck mal, jetzt die anderen Inten und ich bin besser geworden. Na, jetzt sind die standen alle gerade 7-2. Jetzt stehen die 9-6 und so. Allerdings, weiß ich nicht, irgendwie... Was ist denn das hier alles? Klinge, was ist das hier? Hasaki-Kling? Hast-Kling? Hasaki? Deine kritischen verringern die Abklingzeit. Oh, das ist harsch. Leute, das Problem ist, wir haben keinen Tank. Hast du keinen Tank? Die haben halt zwei, so gesehen. Also die haben halt Brauben und Ivan. Ivan macht alles zum Tank. Und deswegen... Guten Tag! Guten Abend! Na, nee.
Ja, so Leute. Ja, ja. Also ich wäre für eine Follow-up-Compilation zu haben. Nee, okay, das ist völliger Quatsch. Ja, Swango, Swatzi. Okay, bin tot. Ja, okay, Leute, aber der Riven Engage. Hast du keinen Tank? Oh, jetzt kommt der. Der wird auch sterben, Leute. Der wird sterben. Oh, Masi Gameplay, aber der wird sterben. Oh, Zyra Gameplay, aber sie wird sterben. Alle tot. All men died. Hier, oh, auch, sie ist auch Burning Zyra. So, jetzt haben wir Cosmos Shanty, die bringt mir, glaube ich, überhaupt gar nichts. Ich glaube, jetzt brauchen wir noch einen Stundenglas. Weil das so ist. Damit wir nicht immer One-Shot. Wir brauchen Stundenglas, damit wir nicht immer sofort tot sind. Damit wir einmal so. Wie viel Cooldown? 70er, Leute. Guck mal, und das ist nicht mal ein Spiel, wo ich komplett drauf abziele. Wobei, so würde wahrscheinlich ein Spiel aussehen. Aber 70er haben wir. Ne? Wobei man sagen muss, 70 ist wie damals 40, ne? Also. Aber ich kann ja jetzt noch. Ich kann noch zwei Items kaufen. Und ich krieg da noch zusätzlich noch zweimal durch das Mythic. Durch den Mythic-Bonus. Schaden an Champions, 2k. Ist das viel? Möglicherweise. Man weiß es nicht. Niemand weiß es. Brabada. 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 So, ich würde gerne. Also, ich weiß nicht, ob ich Lucian schaffe. Ich glaube, für Lucian bräuchte ich halt ein Stundenglas. Das Problem ist, Lucian ist ein Hardcounter so ein bisschen, weil der heilt. Ich bin ja Burning Fist und er heilt sich hoch. Na? Das ist ein Problem. Und dass hier Braum die ganze Zeit mir auf den Keks geht. Na, das ist auch ein Problem schon. Aber wir haben auch bald alle Drachen. Vielleicht ist ja auch ein Dell. Die sind schon wieder am Baron am Machen, oder was? Okay, passt auf, Leute. Wir werden wieder den Hintertürenfisch benutzen. Denn der ist sehr mächtig. Wir müssen. Ja, okay. Hintertür wurde gespottet. Boah, mein. Aber ich habe auch voll den guten Minion-Damage irgendwie. Woran liegt das? Sonst normalerweise ist das immer ein knappes Thema. Auch guckt euch an, wie die brennen, Leute. Ich habe leider hier keine Vision. Das ist ein bisschen gefährlich. Okay, das ist perfekt, Leute. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Oh, Riven beendet oder was? Ja, okay, dann machen wir den hier oben kaputt. Dann gucken wir mal, ob die da klarkommen. Oh, der macht viel Schaden. Oh, was ist denn hier los? Burn! Oh, jetzt der Double Burn. Das ist meiner. Hier, Fisch, Fisch. Brennt, der brennt, der brennt, der brennt, der brennt. Und jetzt noch den. Svengo, Zwetzni, Batzni, Wurschnikov, Brennikov. Schön! Soll ich hier den auch verburnen? Hier, passt auf, Leute. Wir machen Gump. Bam, der brennt jetzt. Zyra, du musst tanken. Zyra, tank. Zyra, tank. Zyra, you tank. Also, ich heil mich, oder? Zyra, you tank. Tank, Zyra. Mach schon, aber Mama. Oh, okay. Mama konnte ich nicht retten. Mama couldn't protect me. So, was ist das Stundenglas, Leute? Hier. Stopwatch. Fist behind Baron, you get more damage. Echt? Oh, lol. Ja. Leute, ich weiß nicht, Samira, oder wie heißt die Samira, ne? Ist jetzt auch nicht so geil. Oh, Leute, die sind alle tot schon wieder? Was ist denn hier passiert? Ah, Sacramento, Mamoy. Verkauf, hier ist immer der schwierige Punkt. Verkaufe ich die Flask für einen boshaften Codex? Hm. Wäre nochmal 10 Fähigkeitstempo. Allerdings kann ich da nicht mehr recken. Ich glaube, wir sagen ja dazu. Sag ja zu Flask, zu Buch. Jetzt haben wir nämlich 80. 80er. Schön. Baron ist leider weg, mal wieder. I think. Lucian kann er wahrscheinlich solo machen mit seinem Schildbrecher da. Ah, vielleicht nicht. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Thank you, Mrs. Riven. Ich hoffe, das ist, kommt nicht ironisch rüber. Leider ist Master Yin Inter. Gut. Ich würde aber eine Interruptierung, eine Intervention starten, wenn die nicht schnell genug sind. Die sind vermutlich sehr schnell, aber vielleicht ja nicht. Guten Tag. Feuer. Zwango, ich hab ihn geswankt. Jetzt Stundenglas und dann machen wir noch den Burning Desire. Wow, brennt. Ah, okay, das reicht nicht. Aber schön, ich hab ihn gesnackt, ey. Snaggy McSteckenstein. Ich hab gegönnt, jetzt nicht sterben, Leute. Irgendwie. Jetzt brauchen wir natürlich Stundenglas. Ein bisschen schlecht, aber. Leute, ihr habt Baron. Don't die. Don't die, Samira. Samira ist halt schwieriger. Ist das Samira oder Saphira oder Serafina? Ja, Leute, ihr seid zu schlecht. Vor allem Master Yi auch nicht brennt, nicht brennt, mach nicht den. Oh. Okay, Riven ist noch am Leben. We still have Baron. Ich schreibe das jetzt, weil mein Team das, glaube ich, gar nicht mitbekommen hat. Ich muss das ein bisschen highlighten, dass wir noch Baron haben. Außerdem, also Leute. Good job, Fizz. Schreib, ich muss, wenn keiner schreibt, muss ich das schreiben. Oh, thank you. Ja, Leute. Ja, aber hier was mit Drache, Wache? Ich brauche jetzt Geld für Stundenglas. 950. Die kriege ich, kriege die zusammen vielleicht, wenn ich das hier götte. Götte und götte. Mann, der Master Yi ist ein Turbo-Inter, Leute. Was soll ich dazu sagen?
Der ist ein Turbo-Inter. Zwapp. So, 40 Gold noch. Nicht sterben, Riven. Leute, warum seid ihr so? Ich verstehe es nicht. Warum seid ihr so? Leute, 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 Leute. Komplettes Team bestehend aus Turbo-Intern. Ich finde es aber okay. Aber gut. So, Stundenglas ist ready. So, wir haben jetzt wahnsinnige 85. 85er. Schön. Gutti, 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 gutti. Gutti, gutti. Können wir den vielleicht catchen? Wahrscheinlich nicht, oder? Vielleicht aber doch. Wahrscheinlich nicht. Aber die sind doch jetzt gerade allein, oder nicht? Let's go! Sprung! Ja, ja, dafür habe ich prepared. Ja, da oben ist scheiße. Hier unten ist Lucian. Der wartet hier. Aber nicht mit... Oh, doch, doch, da ist er doch! Oh, Schildbrecher. Ja, okay, Leute, wir sind alles Turbo-Inter. Wir sind alles der Barrel, der... Ja, das war's, Leute. Oh, Mann, wir sind so unglaublich schlecht. Das ist der Oberwahnsinn. Ja, aber ich meine, der hat 26 Kills. Da ist halt, der hat so viele Kills, wie wir insgesamt fast. Was ist denn das hier? Warmox? Was haben wir denn sonst noch hier? Krackhaken. Krackenbewegzwinger. Ich glaube, das ist noch nicht das Richtige. Ja, wobei, naja. Ja, Leute, hier sehen wir einfach... Ja, man muss halt einfach das Fazit sagen, Leute. Die haben halt einen heftig krassen ADK und Ivan. Beziehungsweise zwei Supporter. Ne, das ist das Beste, was du machen kannst. Und wir sind alles Turbo. Ich nicht ganz so sehr wie die anderen. Ja, die beiden hier sind die... Nur mal kurz, um Revue zu passieren. Die standen 7-2 beide. Na, da habe ich mich schlecht gefühlt. Ne, stehen die beide 11-9. Ich stand irgendwie 3-3. Dann bin ich auf 11-10. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, ja? Komm jetzt. Nee. Let me out. Alter, wie lange bin ich geroutet? Hallo. Wow. Hä, wie lange war ich denn bitte jetzt geroutet, Alter? Wieder alle tot. Ja, Leute, aber... Oh, burn. Pflanzen, Pflanzen, burn. Oh. Ja, aber ist ja nicht... Es ist eine Preseason, Leute. Das ist ja nicht so schlimm. Ne, 11-11-5. Das sind ja die besten Stats. You suck, feels the put, the fear, the eater, no, so true, the eater. Vor allem der stand... 28,5, Leute. Brody. 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 Ne? Deswegen, Ivan, insane strong, wobei... Ja, ich weiß nicht, ob dieser... Ah, weiß nicht. Vielleicht ist er mit Daisy zusammen gut, aber... Ich glaube, Ivans Winrate ist auch ziemlich runtergegangen. Vermutlich, weil es keine gute Rune für ihn gibt, oder? Gut, kein gutes Item. Was, wenn wir noch Ivan hauen? Irgendwie ist ein Vorteil im Kampf, Stufe, oder? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne, das ist ja auch das, der Jumping Point bei mir. Lad ja nicht nur Wins hoch, ne? Auch los geht's. Wenn es halt gut war. Und ob es gut war, könnt ihr entscheiden. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss und goodbye.